Hallo zur nächsten Map-Vorstellung. Heute haben wir die Björnholm-Map in der Version 1.0 auf Lager. Die hat eine Größe von 356 MB und die Map ist nur für PC geeignet. Also nicht die Mod-Hub, nur für den PC. Also nicht für die Konsole. So, was hat die Map? Ja, eine nette PDA auf jeden Fall, ziemlich grün gehalten, das ganze Ding. Scheint wohl irgendwie eine, was von der Map, ja, holländisch eher nicht, dann norwegische vielleicht, schwedisch, die Richtung vielleicht, ich weiß es nicht hundertprozentig. Also ich würde eher sagen, es ist auf jeden Fall nördlich gelegen, auf jeden Fall, steht so auch so in der Beschreibung drin. Ja, was haben wir hier? Wir fangen mal da oben an. Wir haben hier einen Verkaufspunkt, hier drüben haben wir noch eine Kalkstation zum Einkaufen, Sägewerk, Schreinerei. Und die Gesteinsbrecher ist hier oben. Hier haben wir eine Tankstelle. Hier drüben haben wir den Supermarkt als Verkaufsstelle, die Mühle als Produktion und hier die Traumverarbeitungsanlage. Die Molkerei haben wir hier. Dann haben wir hier noch das Bioheizkraftwerk. Hier haben wir dann noch die Tankstelle, den Fahrzeughändler und hier oben die Getreidemühle. Moment, die hatten wir doch schon. Die Mühle und die Getreidemühle. Haben wir also zwei Mühlen hier. Dann haben wir hier die Spinnerei. Dann haben wir hier drüben noch das Farmhaus. Da ist auch der Hof verbaut. Und daneben haben wir dann noch ein Silo. Da haben wir dann noch einen Getreidespeicher. Hier drüben Verkaufspunkt, Restaurant, der Viehhändler. Dann haben wir hier noch den Viehhandel, also zum Einkaufen. Und die Kalkstation auch zum Einkaufen. So, Tankstelle. Und hier haben wir den Bauernmarkt. Euch gehört zum Start diese zwei Felder hier, was auch der Hof darstellt zum gewissen Teil. Die Felder kosten, ihr seht ja unten im Preis, ich denke, das ist soweit in Ordnung, vielleicht ein bisschen teurer. Ja, ihr könntet hier also mit mittleren Fahrzeugen, denke ich mal, locker auskommen. Das müsste eigentlich soweit hier auch passen. Hier gibt es auch Wald zum Kaufen. Ups, das war zu viel des Guten. Na, ihr habt hier, na, das geht manchmal auch nicht. Hier zum Beispiel geht es aber. Hier drüben geht es auch noch nicht, aber hier könnt ihr diesen Wald könnt ihr noch kaufen. Also für den Forschliebhaber ist hier auch gesorgt, auf jeden Fall. Was ihr auf der Karte nicht habt, sind Tiere. Es gibt keine Stelle, zumindest habe ich keine gefunden. Was bekommt ihr von manchen Sachen? Ihr habt hier die Preise, ihr seht es hier. Na, ich blätter oben einfach mal ein bisschen durch und könnt euch mal kurz angucken. Könnt ihr euch auch Pause drücken dann dabei. Verträge habt ihr, wie gesagt, Tiere gibt es keine Stelle, zumindest habe ich keine gefunden. Und ja, das wäre soweit das. Was haben wir noch? Fahrzeuge haben wir natürlich auch. Dazu gehören ein Traktor, ein Drescher, ein Auto, ein Anhänger, ein Schneidewerk, ein Grubber, eine Saattechnik, Transportanhänger für Schneidewerk und ein Gewicht. So, mehr kann man jetzt dazu nicht sagen. Ich würde sagen, wir trampeln mal hier hoch zum Hof. Den haben wir hier auch schon. Na, ihr habt hier den Hof. Hier habt ihr auch schon ein paar Dekorationsgebäude. Sieht aus wie eine Schreinerei bzw. ein Sägewerk. Scheint es aber nicht zu sein. Ist es wahrscheinlich auch keins. So. Auch hier habt ihr wieder Dekorationen. Hier habt ihr noch einen Brunnen, ob ihr Wasser ziehen könnt, weiß ich allerdings nicht. Dann hier drüben habt ihr dann noch einen Tank hier. Ne? Hier Unterstellmöglichkeiten für eure Gerätschaften. Upsala. Na, hier oben. Dann haben wir hier noch ein bisschen Platz, um gegebenenfalls noch was hinzustellen. Können ein bisschen höher gehen. Dann sehen wir mal dieses Ausmaß hier. Also, ja. Da habt ihr zumindest eure paar Sachen. Hier habt ihr noch eine Halle und hier habt ihr noch ein Silo. Und hier ist das Farmhaus noch. Da sind zwei, eine Ausfahrt, eine Einfahrt zu eurem Anwesen hier. Und das ist da hier auch schon fast alles hier in dem Hof. Hier hinten habt ihr dann noch ein Feld. Da drüben habt ihr noch ein Feld. Sieht aus wie ein Hühnerstall. Scheint es aber nicht zu sein, denn ich kann auch, wenn ich ihn kaufe, sind keine Hühner drin. Ne? Also von dem her... Ja. Vielleicht ist aber auch eine finnische Karte. Das kann euch auch sein. Ne? So. Was wir haben hier auch Steigerungen drin.
zum Beispiel hier, na, hier geht er auch hoch dann zu diesem Häuschen hier auf dem Berg. Da könnt ihr also aber auch hier wieder runterfahren. In 17 geht es dann hier runter. Na. Also ist trotzdem sehr, sehr schön eigentlich geworden. Aber ihr braucht hier schon ordentlich Leistung, wenn ihr hier den Berg hochkommen wollt. Und auch hier dann wieder halt viele, viele Dekorationsgebäude hier verbaut. Hier ein Verkaufspunkt hier. Ja, wie gesagt, sehr viele Dekorationssachen hier. Also zumindest was Gebäude angeht, ne? Also von dem her schon vielleicht dann doch ein bisschen weniger. Allerdings für Gebäude. Allerdings Gebäude, denen man nicht immer was unterstellen kann. Ich meine, auch hier geht jetzt halt nichts unterzustellen, ne? Die Türen gehen wohl auch nicht auf. Hier habt ihr Möglichkeit, es unterzustellen. Hier kommt er rein in die ganze Sache. Ist auch schon die Map-Grenze erreicht. Im Wald selber habt ihr auch immer wieder Straßen. Ihr seht es hier. Auch immer wieder Hütten stehen hier rum im Wald. Hier drüben haben wir dann die BGA. Ein großes Silo hier verbaut noch. Und auch Platz gegebenenfalls noch mal was, um was hinzustellen. Ja, auch hier sind Hütten, hier Tankstelle verbaut. Verkehr ist übrigens auch verbaut, wenn ich es vorher noch nicht gesagt haben sollte. So, gehen wir mal hier rüber. Kalkstation, ne, die Verkaufsstellen hier. Oder auch Produktion haben wir hier. Auch hier könnt ihr dann noch hier hinfahren zu den Hütten. Wurde auch ein Weg gemacht. Obwohl es ja keine Produktion da unten ist. Das ist einfach nur Dekoration dann praktisch. Ja. Hier drüben ist auch was eingezäunt, allerdings ist es auch kein Stall oder so. Produktionen sind hier auch nochmal verbaut. Also hier ist schon eine Karte, wo ihr dann selber auch noch was platzieren könnt. Wenn ihr Tiere halten wollt hier, müsst ihr halt selber noch irgendwo was hinstellen. Ja. So, gehen wir mal hier ein Stückchen weiter vor. Auch hier geht noch ein Weg durch den Wald durch. Hier in 17 wieder runter. Das finde ich jetzt gut, dass die Karte nicht so eben ist, sondern einfach auch ein bisschen bergig, hügelig. Ne? So, hier schon noch die Stadt verbaut und auch noch eine Tankstelle und Produktionen und Verkaufsstellen gibt es hier noch, beziehungsweise auf der Karte ist das jetzt aber nicht so richtig vermerkt hier, sehe ich gerade. Wir sind noch hier, ja gut, ein Park gibt es hier oben noch. Ne?
Was auch interessant ist hier, na, geht aber nicht auf. Ja, nee. Ja, Steingarage. Könnte man doch so sagen, ne? Ortschaftlich hier auch ziemlich auf Dekoration, auf Touris getrimmt, hier wie es aussieht. Bei Anlegestellen und so. Hier drüben habt ihr dann noch eine größere Unterstand, Unterstellmöglichkeit. Und hier hinten ist dann auch noch die Traubenverarbeitungsanlage. So, ich glaube, das meiste habe ich euch gezeigt, ne? Verkaufsstelle. Ja, Leuchtturm habe ich ja vorher schon gezeigt. Und ich glaube, das müsste jetzt eigentlich schon gewesen sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Weil mehr haben wir hier einfach nicht. Die Felder, klar. Aber da hinten ist noch was, da fahren wir noch hier kurz hin. So. Ja, hier ist noch ein Zirkus aufgebaut. Das heißt, erstmal, dass ich hier auf einer Karte einen Zirkus sehe. Ein Zirkuszelt. Hier geht es ja noch rüber. Ja, hier haben wir noch ein bisschen was. Ja, genau. Sägewerk ist hier noch verbaut. Man hört es auch. Genau. Ich glaube, da kam nichts mehr. Wo wir nicht schon waren. Ja, dann soll es das mal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn ja, könnt ihr ein Däumchen, ein Abo dalassen, dass nichts mehr verpassen tut auf dem Kanal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier. Macht's gut und ciao. Und Link ist übrigens unten in der Videobeschreibung, wollte ich auch noch sagen. Bye.